lange Zeit irgendwie immer der Antrieb, dass ich die Beste sein will auf der Welt. Ja, cool, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir auch unseren 3000 auf. Diese Möglichkeit, Kind und doch noch Profisport zu verbinden, ich wusste einfach nicht, ob das klappt. Das war jetzt ein absoluter Versuch. Dann kam Corona und irgendwie hat es dann so alles in eine Richtung. Jetzt weniger das Reisen und mehr Bäume pflanzen. Es sind einfach hauptsächlich coole und lustige Leute im Mountainbikesport unterwegs. Und dann ergeben sich da quasi auch richtig coole Freundschaften. Servus, ich bin die Tanja. Ich bin die Ines. Ich bin die Tina. Ich bin die Rafa. Und in der neuen Staffel Bergmenschen geht es um Freundschaft auf und neben dem Bike. Und die Julia gehört eigentlich auch noch dazu, aber die lernt ihr später noch kennen. Wir sind jetzt im schönen Finchgau und da sind wir zum Biken da mit der ganzen Crew, also mit der Ines, Raffaella, Tina, Julia, leider nicht, aber die sehen wir heute vielleicht noch im Video. Heute hat man schon wieder ganz gut radeln können, es hat sogar ein bisschen gestaubt auf den Trails. Tada! Hallo! Servus! Hi. Na, alles gut? Hallo! Voll eingeschüttet, hey! Cool, dass du da bist! Mega schön, euch cool, zu sehen! Cool, das klappt! Ja, wir haben schon eingeheizt. Ja, auf jeden Fall! Da geht was mit dem Feuer. Ja, für dich ist das gleiche perfekt. Der Edelhocker. Ja, dann rufen wir die Julia mal an, oder? Mhm. Hallo? Nee, die sind nicht. Hallo. Ach so, hallo. Hallo. Julia. Hallo. Kannst du die Kamera anmachen, Julia? Hallo. Bei euch ist ja nur Sonne. Hey, krass. Hallo. Hi. Guck mal, die ganze Gang ist da. Servus. Na, Urlauberin. Julia, warum bist du jetzt eigentlich wieder nach La Palma gefahren? Ich bin ein Winterflüchtling. Weil es da einfach so schön warm ist und Sommer und man kann Radl fahren. Ach Mensch, naja, einer ist halt immer nicht dabei. Einer muss halt ein bisschen aus der Reihe tanzen. Diesmal war es halt ich. Also wir mussten ja das Treffen schon ein paar Mal verschieben. Es ist halt schwierig, alle terminlich zusammenzukriegen. Und ich weiß noch, im Frühjahr bin ich schon nach Freiburg gefahren. Eigentlich wollten wir uns doch mal in die Vogesen treffen. Ja, genau, da hat es geschneit, oder? Genau, und dann war es eigentlich spontan dann doch nichts. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann besuche ich halt die Tanja in Freiburg, liegt ja auf dem Weg. Dann rufe ich die Tanja an. Hat sie halt Corona gehabt, dann stand ich in Freiburg. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt versucht, noch ein bisschen so einen Roadtrip draus zu machen. Das war dann eigentlich ganz cool. Ja, im Endeffekt habe ich es damals angefangen, also 2003, weil ich halt meinen Brüdern alles nachgemacht habe. Und dann bin ich einfach immer mehr reingewachsen. Und es ist halt richtig Bestandteil aus meinem Leben geworden. Es war lange Zeit irgendwie immer der Antrieb, dass ich die Beste sein will auf der Welt. Aber auch über die letzten
ja, vor allem auch über die letzte Saison hinweg, habe ich gemerkt, dass dieser Ansatz einen ziemlich kaputt machen kann. Raffaela Richter. Ich bin 24 Jahre alt, bin seit diesem Jahr, also seit Januar, Mountainbike-Profi. Ich habe bis letztes Jahr noch als Augenoptikerin gearbeitet. Jetzt Mountainbike-Profi heißt im Endeffekt, dass ich wirklich davon leben kann. Ich habe ein professionelles Team hinter mir stehen, die mir ja, bei der Organisation helfen, wie ich zu meinen Rennen komme. Und ich kann mich wirklich nur noch aufs Trainieren konzentrieren. Ich lebe jetzt sozusagen meinen langjährigen Traum. Morgen! Moin. Morgen! Und na, wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, passt schon. Ja. Das ist Franken höchstes Lob. Passt schon. Was treibst du Schönes? Eigentlich vertreibe ich mir gerade noch mal die Zeit, bis ihr gekommen seid. Und ich wollte jetzt mal gucken, ich habe da von meiner Gabelpumpe ist die Batterie recht leer. Ich habe da eine gefunden, aber ich weiß nicht, ob die nicht auch schon leer ist. Wollte ich jetzt einfach mal probieren, aber das kann ich auch später machen. Momentan bin ich da immer ganz glücklich, wenn ich schraube und den Werkzeugkasten benutzen darf. Dann macht es gleich viel mehr Spaß. Anfang März hatte ich nämlich eine Woche Corona und dann war ich in Quarantäne und dann habe ich mir das alles überlegt, wie ich den Werkzeugkasten neu strukturieren könnte und habe mir dann noch das ein oder andere Teil dazu bestellt. Der Werkzeugkasten ist auch mittlerweile zu meinem, nicht Heiligtum geworden, aber irgendwie bin ich so ein bisschen, fahre ich zur Zeit auf Werkzeuge ab. Ich habe jetzt hier auch, boah, ganz schön, hier ist so eine coole Knipex, hier eigentlich eine Blechschere, aber da kann man ja auch alles mitschneiden oder dann hier, auch richtig geil, die Knipex Parallelbackenzange. Das ist ein super Ding, kann man immer mal gebrauchen, wenn man am Dämpfer zum Beispiel die Buchsen einpressen muss. Sowas schenken der Ruben und ich uns immer. Also ihr schenkt euch keine normalen Sachen zu Weihnachten, sondern Werkzeug. Ja, weil das ist nützlich und wir freuen uns drüber und teuer ist es auch. Servus. Wir sind jetzt am Baden to the Bone, machen da noch eine Runde. Vielleicht dann auch noch eine Abfahrt Borderline. Und es ist auch komisch, dass ich manchmal schon von nichts anderem mehr reden kann, außer Fahrradfahren. Ich träume davon, ich überlege mir abends im Bett, wie ich morgen den Trail fahre, wie ich die Kurve fahre, schaue mir Videos an. Ich weiß nicht, das ist schon fast krankhaft, glaube ich. She's on the bed. It's just another.
klar. Okay. Ich bin im Prinzip auf zwei Rädern aufgewachsen und ich kann mich mittlerweile sehr gut einschätzen, also mich und meine Fähigkeiten. Und ja, ich mache eigentlich meistens nur Sachen, wenn ich mich wirklich wohlfühle. Ich habe mir gerade ein bisschen eine Mission rausgeschaut und dazu muss ich halt hier schön weit außen anfahren. Und ich habe jetzt hier einfach so das lose Zeug, was an der Straße war, ein bisschen mir die Füße weggeschoben, weil ich dann im Endeffekt hier so einen relativ engen Radius fahren will und dann hier einfach bloß ein wenig einen Bunnyhop in die Stufen reinmachen will. Was eigentlich, denke ich, okay sein sollte. Ich will aber auf jeden Fall genug Tempo aus der Kurve sozusagen mitnehmen. Also wenn ich jetzt an so einer Stelle stehe, dann ist es oft so, dass ich überlege, okay, gibt es irgendwo anders schon Sachen, die ich so in der Art gemacht habe? Und überlege auch, also gehe den Vorgang in meinem Kopf durch. Das ist einfach so ein Ansatz, wie man sich mental darauf vorbereitet. Und dann spult man das einfach auch nicht nur mental ab, sondern dann auch einfach im echten Leben. Jetzt muss ich erstmal ein wenig orientieren. Wir sind jetzt in Baden to the Bone gefahren und ja, dann pedalieren wir jetzt gleich wieder entspannt hoch. Vielleicht werde ich mit dem E-Bike gezogen, wer weiß. Genau. Ja, und dann fahren wir heute Nachmittag noch weiter in die Pfalz. Vorher gibt es noch eine kleine Roomtour durch meinen Bus. Und ja, jetzt hat man einen schönen Vormittag auf dem Rad. Wie wird man Profi? Bei mir war, glaube ich, zum einen immer ein bisschen Glück dabei, dass meine Eltern mich von klein auf einfach so unterstützt haben. Ich glaube, das ist nicht ganz selbstverständlich. Ich habe ja noch zwei große Brüder und unsere Eltern sind mit uns. Wir haben nie einen normalen Urlaub gemacht. Unser ganzer Sommer war immer verplant, jedes Wochenende auf ein anderes Rennen zu fahren. Zum anderen habe ich halt dann einfach gemerkt, okay, das ist was, da bin ich gut drin. Ich bin dann mit 12, 13 Jahren so auf diese Gravity-Szene, also Richtung Enduro und Downhill gekommen. Das hat mir besser getaugt und habe da scheinbar auch ein bisschen Talent mitgebracht. Und dadurch, dass ich vor jetzt dann schon 10 Jahren eigentlich als junge Fahrerin schon Aufsehen erregt habe, war ich, glaube ich, so in der Szene, gerade in Deutschland, schon immer interessant, auch für die Industrie, sage ich mal. So bin ich dann auch zu meinem ersten Sponsoring-Vertrag mit Radon 2014 gekommen. Und so kam dann eins zum anderen. Ich war dann eigentlich, hatte ich schon immer so ein bisschen Fuß in der Szene drin. Bin dann auch schon den ein oder anderen Enduro-Weltcup mitgefahren und hatte 2019 eben da meine ersten Podestplatzierungen und ab da war dann eigentlich, hatte ich so einen Fuß drin und dann habe ich eigentlich nur noch so das Timing abwarten müssen, wann es denn auch beruflich gut reinpasst. Also ich wollte erst meine Ausbildung noch abschließen, da bin ich sehr deutsch. Ich habe festgestellt, dass die Schaltung nicht so gut funktioniert, wenn ich in kleinere Ritze schalte, also in den schnelleren Gang. Ich habe gestern oder vorgestern mal hier diese Kupplung eingestellt oder wieder fester gemacht, weil die war ziemlich locker, damit die Kette halt eigentlich nicht so schlackert. Es kann dann aber immer gut sein, wenn man es zu
gut meint, dann bewegt sich halt der Käfig auch zum Schalten eben nicht mehr so gut. Und dann geht die Schaltung auch nicht mehr so gut. Also man muss dann den Mittelweg finden. Machst du viel selber an deinem Bike? Ich versuch's. Und wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, dann hole ich meistens noch den Ruben dazu oder meinen Bruder damals, jetzt eher den Ruben. Aber ich versuche eigentlich schon so viel, wie es geht, allein zu machen. Und das Coole ist auch, dass der Ruben halt auch nicht das dann mir aus der Hand reißt, sondern eigentlich mit mir das zusammen macht oder mich machen lässt und mir es halt erklärt. Bitte schön. Ich habe eigentlich schon seit ich 16 bin auch von einem Bus geträumt, den ich halt ausbaue, wo ich drin schlafen kann, damit ich einfach ja, unabhängig und relativ frei bin, meine Fahrräder verstauen kann. Genau. Im Juli habe ich meine Ausbildung beendet und dachte mir so, naja, jetzt brauche ich einen Bus. So, jetzt arbeite ich nur noch 30 Stunden statt 40. Ja, jetzt kaufe ich mir einen Bus und baue den aus mit dem Papa. Und dann haben wir halt so innerhalb von einer Woche einfach geguckt, was gibt's denn so, statt dass man mal ein wenig länger schaut. Und dann haben wir halt irgendwie relativ unüberlegt halt den Bus gekauft mit, ja, 250.000 Kilometern schon drauf. Dementsprechend musste ich auch im Nachhinein schon einiges an Reparaturen schon reinstecken. Jetzt hat er zuletzt erst eine neue Dieselpumpe bekommen. Ja, und jetzt vorhin ist die Motorkontrollleuchte nämlich wieder angegangen. Ja, aber bis jetzt bin ich immer überall angekommen. Den haben mein Papa und ich ausgebaut, also und der Ruben natürlich auch. Also ich habe die Anweisungen gegeben und die anderen haben gebaut. Mehr, es war eigentlich mehr so. Vier Kartuschenkocher, zwei Stellen, ist schon ganz praktisch, weil man dann halt Nudeln und die Soße gleichzeitig kochen kann zum Beispiel. Unter der Bank hier habe ich hier die Batterie, die zweite. Die Abdeckung haben wir halt einfach gemacht, so eine Kiste drüber geschoben. Oh, jetzt muss ich... Cut! Nee, wir müssten mal von der anderen Seite ran. Ich habe nämlich Plastikflaschen hier einfach drunter geschmissen und jetzt kriege ich hier das Ding nicht auf. Das sind die Plastikflaschen. Das ist jetzt also die Tischplatte. Die kann ich hier so raushängen. Dann muss ich also einmal außen rumlaufen. Dann ist das hier so die Tischplatte. Theoretisch ist das das Tischbein. Wenn ich das hoch hier reinstecke, dann ist es eben auf Tischhöhe. Ich kann aber theoretisch auch die Platte hier unten einhängen. Dann habe ich auch einen dritten Schlafplatz. Ich räume den mal kurz wieder auf. Hier habe ich vier Fahrradhalterungen. Es funktioniert immer so, dass ich halt das Vorderrad rausbauen muss. Genau, und dann steckt man im Prinzip die Gabel da drauf, steckt die Steckachse wieder durch und dann ist es ziemlich fest. Dann habe ich hier noch Reifen und Tubeless-Milch. Ja, so an sich der Ausbau wahrscheinlich so 3.500 Euro gezahlt, was eigentlich voll okay ist. Es schläft sich ganz gut drin, er fährt, das ist die Hauptsache. Wie gesagt, ich habe nie das Verlangen nach einem Schickimicki-Busausbau gehabt, wie man es oft auf YouTube sieht, sondern
es ist ein dreckiger Sport, den ich mache. Und wenn es dann auch hier drin mal dreckig wird oder auch mal die Bank ein bisschen an Dreck abkriegt oder so, dann ist es halt so. Und da spare ich mir die Mühen und Kosten. In der nächsten Folge Bergmenschen seht ihr, wie es bei der Rafa auf ihrem Roadtrip weitergeht. Welche krassen Trails sie fährt, welche Menschen sie noch trifft und was sie so erlebt. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ja.